Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Porkitect. In der letzten Folge haben wir diese schöne Miniatureisenbahn gebaut. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal, dass wir die noch ein bisschen dekorieren. Hier haben wir noch einen schönen See gemacht. Dann würde ich noch ein bisschen... Ja, mach mal eben wieder auf. Wieso ist das so schnell? Danke. Hier ist natürlich erstmal wieder keine Musik. So, die Leute rennen hier alle noch hin und her, weil ist ja nichts los hier. Noch so ein paar Bäume hinmachen. Was haben wir denn hier? Hier können wir das Terrain ändern. Okay, man kann einen Baum mitten ins Wasser packen. Alles klar. So, was haben wir hier mal so ein paar Bäume schon? Ein bisschen drehen. Die Bäume müssen nicht alle gleich stehen. So. Nee, das sieht doof aus. Und dann noch ein paar Blümchen haben wir hier noch. Das ist doof, aber selbst die kann man hier. Okay. Das ist Quatsch. So. Sein, dass wir hier ein paar Blümchen hinpflanzen. So. Nicht mal eine Randale hier links. Meine Güte. So, wir können natürlich noch ein paar Felsen. Die würde ich da vielleicht auch noch da oben hin machen. So ein bisschen ins Wasser. Auch noch ein bisschen drehen. So. Noch ein kleiner Felsen. Und haben wir dann noch einen großen Fels. So, guckt da noch ein ganz bisschen raus. Dann war eigentlich auch irgendwo Baumstumpf, Pappel, toter Baum, Pilz, Kürbis, irgendwas, was wir dann noch irgendwie ins Wasser, so eine Seerose oder sowas. Haben wir sogar. Aber ja, funktioniert ja mal überhaupt sehr gut. Kostet uns nur Kohle. Pflanzen wir davon ein paar hier hin. Oh, die kosten ja richtig viel Schotter. So. Oh, ich glaube, das war teuer genug. Na. So, das läuft. Gucken wir, dass wir hier nochmal irgendwie... Was bauen wir denn hier noch hin? So ein Blumenkübel links und rechts daneben. Nee, du reißt mir die Straße weg. So. So, dass man hier keine Hecke bauen kann. Das finde ich echt ein bisschen schade. Hier steht mir etwas zu sehr auf der Straße. Ah, ich vermute mal, so dürfte das passen. Ja, so einigermaßen. Ah, das ist ein bisschen doof, das, ne, dass man da hier keine... Dass ich einfach sagen kann, hier komm, bastel mir da mal bitte. Oder so hat man halt immer so ein bisschen Versatz da drin, ne? Das ist ein bisschen schade.
Aber nun ja, also ist ja auch nicht ganz so schlimm. Muss man halt ein bisschen geordneter vorgehen hier. Ich glaube nicht, dass das jetzt gleich hier genau um die Ecke passen wird. Ah, nein, natürlich nicht. Oh Mann, oh. Dann machen wir das halt ein bisschen so. Aber ich glaube, so eine Hecke, da würde ich mich noch tierisch drüber freuen. Also falls es sowas irgendwo im Workshop, weil das ganze Spiel unterstützt ja den Steam Workshop, was ich wirklich geil finde. Vielleicht wird es das ja noch irgendwann geben. Dass jemand sich erbarmt, da mal die Hecken reinzustellen. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, das würde ich selber machen. Weil bis jetzt kann man da nur, ich hatte gerade noch eben nochmal nachgeschaut, nur halt die einzelnen Fahrgeschäfte selber machen. Also wie hier Achterbahn und Wasserbahn. Die kann man abspeichern und im Endeffekt in den Workshop hochladen. Aber mehr leider aktuell noch nicht. Vielleicht wird sich das noch ändern. Ich hoffe es, dass man da auch neue Sachen reinstellen kann. Was ist denn das noch? Ah, wir sind gleich durch. Ah, hier noch einen hin. Passt hier daneben? Nee, natürlich nicht. Die mal weit weg, dass wir den ein bisschen weiter auseinandersetzen können. Ah, passt noch nicht ganz. Jetzt nochmal meine letzten vier. Bisschen weiter auseinander. Ja, jetzt passt es. Im Endeffekt genauso, wie ich das gerne haben möchte. Aber wahrscheinlich passt es da hier vorne nicht. Von meinem Glück. Ach doch, das passt sogar genau. Yay! Das sieht nicht allzu schick aus, aber hier mach jetzt, das machen wir später. Wir machen natürlich immer noch aktuell noch ein bisschen Minus. Wir sind mittlerweile im Jahr 1. So, müssten wir hier natürlich eigentlich noch wieder irgendwie ein paar. Komm ja, Eiscreme können wir hier hin machen. Genauso gegenüber. Machen wir da noch. Ja, ein paar. Dann links und rechts noch eine Holzbank daneben. Und komm her. Jetzt mal wieder hin, bitte. Und auf jeden Fall ein Mülleimer. Aber ich glaube, da tut es auch so einer. Dann stellen wir mal dahin. So, TV, TV brauchen wir nicht. Lampe Holz, Lampe Eisern. Na, nicht drehen. Einmal bitte hinstellen. Und hier hinstellen. Hinstellen, habe ich gesagt. Na, der ärgert mich ja heute schon wieder. Kann ich noch durchlaufen, oder? Ja.
bisschen. Na. Übertrieben, aber naja, was soll's. Sonst keine Glühbirnchen hier. Ich glaube nicht, dass man für 6 Dollar irgendwo in einem Baumarkt eine Lampe kaufen kann. Zumindest nicht in der Größe. So, was bauen wir denn da jetzt noch hin? Da oben haben wir den See, haben wir ein bisschen schick gemacht, ein paar Steine reingesetzt. Hier könnten noch ein paar Steine rein. Wo hatten wir jetzt Deko? Dekoration? Nee. Felsen. Ist das die Größe? Oh ja. Da kommen auch noch verschiedene Farben, das ist ja cool. Ich möchte hier gerne... Nee, nicht übertreiben. Wollen wir nicht übertreiben hier. So. Mal gucken, dass wir noch mal ein paar Attraktionen bauen. Wobei, wie sieht es eigentlich aus mit den Transporteuren noch? Die kommen eigentlich noch gut hin und her. Was ist mit dem los hier? Oh, der war ja auch ordentlich unterwegs, der Mann. Müdigkeit, Hunger, Toiletten. Wir haben noch Toiletten hier. Jetzt sogar noch Kohle dabei. Müll nimmt er mit. There's not much trash. It's really nice. Okay, ich bin so müde, ich will einfach nur noch nach Hause. Okay. Also ich würde aber sagen, wir bauen hier nochmal einmal lang. Dann geht zwar die Lampe da weg, aber... Nee, das ist die falsche Straße, die wollte ich nicht. Ich wollte halt nicht die. Jetzt habe ich sie. So. Achso, hier unten wollte ich auch noch ein paar Fressbohnen machen. Eiscreme haben wir da. Aber zu trinken wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und Regenschirme, falls es regnen sollte. So, was sagt mein Personal eigentlich? Hausmeister. Entertainer, da kann ich noch ein, zwei von einstellen. Du läufst bitte da und du läufst da. Sicherheitsdienst, stellen wir nochmal zwei ein. Mechaniker, stellen wir nochmal zwei ein. Ein Träger noch und nochmal drei Hausmeister. Weil ich muss sagen, der Park ist relativ sauber. Also daran liegt es jetzt eigentlich so nicht. Kann man irgendwo eine komplette Bilanz des Parks, Zufriedenheit und sowas sehen? Naja, Kontostand wird natürlich weniger, das ist logisch. Park Rating. Ah, das geht immer aufwärts. Das finde ich schön. Zufriedenheit. Na, stockt aktuell ein bisschen. Erlebnis geht hoch. Preis ist okay. Sauberkeit ist okay. Ja. Dann könnten wir wahrscheinlich regulär den Eintritt mal gerade hochsetzen. Auf, machen wir mal 6,50 Euro. Aber wir müssen ja auch langsam mal zusehen, dass wir ein bisschen wirtschaften können. So, Fahrgeschäfte. Doppelriesenrad? Nee. Ich würde ja gerne so ein Ding bauen, aber die sind so teuer. G-Log, Kettenkarussell. Haben wir ein Kettenkarussell? Haben wir noch gar nicht, ne? Wieso kann ich das hier nicht bauen? Ach, braucht mehr Platz. Okay. Reicht das nicht? Nee, anscheinend nicht. Dann bauen wir das Ding. Hier den Eingang, da den Ausgang. So, wieder hier genauso wie da hinten. Echt jetzt? Hä? Verarschen? So. Und nein,
Und dahin. Und du dahin. So. Wir könnten natürlich auch nachher noch irgendwann mal so ein bisschen auf den Berg bauen. Dass wir so einen Berg machen. Wäre auch ganz cool, glaube ich. Kann man hier irgendwo sehen. Schmutzigkeit. Abreißende Folgen. Toilette ist ekelhaft. 132 Kunden, naja. Machen wir nicht so anstellen hier. Ja, stellen wir den Wasserturm hin. Zack. Ich glaube, das passt relativ gut. Grabstein, nee, das passt nicht. Knochen, Sarg, Vase. Grabhügel, nee, das passt bei uns überall nicht hin. Floß. Floß, das könnten wir doch hier hinten noch mit draufbauen. So. Jetzt kann er da hinten schwimmen. Wir können auch eigene Häuser bauen. Pavillons. Achso, für die Eingänge, ne? Fürs Warten. Stützpfeiler, Steel Tower, Wände. Da gibt da echt schon einiges, ne? Also das ist ja schon Zäune. Aber es gibt Hecken. Verdammte Axt, es gibt Hecken. Wieso habe ich die jetzt erst gesehen? Wieso sehe ich die jetzt erst? Entweder kam die mit irgendwie einem Patch. Oh, Alter, das... Ah, und wieso bitte packt man die unter Zäune? Ganz ehrlich, wieso packt man die unter Zäune? Hecke, Hecke... Kleine Hecken, große Hecken. Das ist ja im Endeffekt genau das, was ich wollte. Aber natürlich müssen wir jetzt hier... Also ein Bubble dazwischen setzen, dass das auch passt einigermaßen. Ja, toll. Aber zumindest haben wir Hecken. So, dann muss der Bubble, wobei den können wir eigentlich nur so einen roten Bubble dahin setzen, ne? Und dann ein bisschen reinzoomen und ein bisschen besser sehen können. Soll ja auch einigermaßen gerade sein. Passt das? Oh. Das geht wohl. Ich würde gerne so auf die Ecken immer setzen. Ja. Müssen hier erst noch einmal die Hecke hinmachen. Ach, die kann man sogar am Stück bauen. Na super. Ach Mensch, ach Mensch. Naja gut, wir haben zumindest unsere Hecken gefunden, die ich dann vermisst habe vorhin. Hat sich somit dann also auch erledigt. Zack, so. Aber wahrscheinlich können wir hier keine bauen, wa? Und dann gehen wahrscheinlich die Blumen weg. Nee, wir können sogar... Alter, geil. Ja, nice. Das ist ja wirklich im Endeffekt genau das, was ich haben wollte. Aber genau das, was ich haben wollte. Das finde ich cool. Das finde ich jetzt richtig geil. Wie gesagt, entweder kam es über ein Patch jetzt rein. Weil ich meine, beim letzten... Kannst du nochmal wegfahren, bitte? Ich will da eine Hecke setzen. Danke. So. Und... Komm mal weg da. Ich sehe das nicht. Meister. Warte mal, wir können ja auch drehen. Ich Schlaufuchs. So. Wieder zurückdrehen. Aber cool, wir haben Hecken.
ich bin so glücklich da gerade drüber, dass wir Hacken haben. Oh, das freut mich. Ja, mich kann man auch mit Kleinigkeiten glücklich machen. Gerade mit solchen Sachen. So, das sieht doch schon viel schöner aus. Hier schön mit dem Wasserturm. Was haben wir hier? Eingang, Ausgang, abreißen. Achso, das ist das Fenster von... Ah, okay. Aber good to know, wir haben Hacken. So, mal wir Hacken haben. Ich will natürlich jetzt hier auch erstmal noch ein paar Hacken hin. Sieht natürlich gleich ganz anders aus. Hier sind ein paar Hacken haben. Aber hier bauen wir sowieso nichts mehr, außer vielleicht ein paar Blümeleins. Oder halt... Na komm her. Warte mal, ich muss noch einmal drehen. Dankeschön. So. Auch schön, ey, ganz ehrlich, oh Mann, ich feiere das gerade so, dass es Hacken gibt. Ihr könnt euch nicht... Nein! Ah, Mann! Ja, ich würde den jetzt wahrscheinlich wirklich genau hier irgendwo mittig setzen wollen. Entweder hier. Aber setzen wir hier hin. So. Dann würde ich da noch ein paar Blümeleins hinmachen wollen. Blumenkasten, 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 Blumenbeet. Ich würde aber mal eine andere Farbe haben wollen. Ich will mal ein bisschen Rot haben. So. Ein paar rote Blümchen dazwischen. Ja, genau. So, das möchte ich so haben. So. Und hier möchte ich jetzt Weiß dazwischen haben. Wenn die weiß. Ne, die werden natürlich rot. Wieso werden die rot? Ich möchte weiß haben. Ich möchte weiße Blümchen dazwischen. So. Die weg. So. Genau so. Schade, dass man hier unter den Bäumen keine Blumen bauen kann. Das wäre noch schöner. Das führt nämlich noch... Da würde ich jetzt hier natürlich auch noch ein bisschen... Aber ich weiß jetzt die Farbe gerade nicht, welche ich da nehmen soll. Ich glaube, ich baue die Eingänge auch noch um. Weil das gefällt mir nicht, wie die Eingänge sind. So, dann müssen wir hier... Machen wir jetzt zwei rot. Machen wir zwei rot oder machen wir... Hier noch ein weiß. Weiß. Und dann hier rot mit Abschluss. Genau, machen wir hier rot mit Abschluss. Also, einmal bitte rot. Kommen jetzt rote Blumen? Ja. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Dann hier noch Hecke hin. Hier noch eine Hecke hin. Ah, Hecken waren unter Zäune, ne? Jawohl, da war sie. Also, hier noch Hecken hin. Hier noch ein bisschen Hecke. So. Dann hier noch einmal den großen hin. Zack. Ah, jawohl. Ach, Mann. Ich finde das cool. Ich finde das so cool. Ich will noch ein paar Bäume hin haben. Ah, wir machen immer weniger Kohle. Wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwie mal ein bisschen Kohle reinkriegen. Blumen haben wir schon. Bäume. Ich möchte da kleine Bäume hin haben. Ja, wir machen kleine Bäume. Hier immer so. Zack. Und dann einen eckigen Baum. Zack. Dann so ein bisschen. Zack. Zack. So, dann brauche ich noch so einen runden. Dahin und dahin. Jawoll. Jawoll. So ist doch das Ganze hier auch nochmal einmal. Jawollo. Ja, hier nochmal die eckigen Bäume. Also ich bin so ein kleiner Fan von, es muss alles identisch sein. Sehr akkurat muss das sein, weil sonst mag ich das nicht. Aber nicht so ein kleiner... Ja, so eine kleine Macke von mir.
Ne, auch hier mit den Streifen. Wobei, hätte ich vielleicht hier weiß machen sollen. 2 rot und 3 weiß. Also 3 weiß, 1 rot, 3 weiß. Aber naja, gut, ist auch egal. Ne, Toilettenhäuschen hier passt da auch noch wieder hin. Da haben wir hier noch so einen kleinen runden Baum rein. Ja, passt nicht. Warum passt das nicht? Keine Ahnung. Ist mir auch Lattenhagen. Ach man, das Spiel gefällt mir immer besser. Das gefällt mir wirklich immer besser. So, wir brauchen hier noch eine Hecke. Wir müssen die Hecke noch ein bisschen erweitern hier. So. Zack, zack. Noch Hecken unten drunter bauen. Ja, natürlich. Meine Güte, ey. Wie geil ist das? So, finde natürlich hier noch wieder die... Zack. Hecken. Enden. Muss da reinzoomen. So. Zack. Und so, müssen wir vielleicht doch ein bisschen drehen. Und hier ausmachen. Das sollte passen. Jawollo. Warte mal. Nein, nein. Hier das Ganze nochmal. Zack. Und einmal drehen, bitte. Hin. Hier hin. So. Ja. Ah, nee, hier muss noch einer hin. Na so, passt. Jawohl. Dann hätten wir jetzt schon mal einen Bereich vernünftig schön fertig gemacht. Hier vielleicht noch irgendwie was hin, ein paar Bäume oder so. Aber hier könnte ich noch ein bisschen Wasser hin machen. Ich glaube, hier mache ich noch ein bisschen Wasser hin, genau. Da machen wir diese Folge noch. So, Water. Wir möchten hoch und runter. Ey, nicht weg. Hier bleiben. Dankeschön. Nehmen wir das noch. So war hoch und so war runter, genau. Nein, wir bringen das so alles auseinander hier. Bitte hier wieder hoch, danke. Nee, so ist doof. So, dann können wir das hier nämlich ein bisschen mit Wasser füllen. Water. Ach, so mache ich das. Ja gut, alles klar. Ich dachte, ich musste da auch irgendwie was drücken, aber das brauche ich gar nicht. Ich brauche nur diese Schräge hochgehen. Ja, good to know. So, natürlich müssen wir da jetzt, damit da keiner reinfällt. Zack, 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 zack. Zäune. Haben wir hier irgendwie einen kleinen Zaun? Genau, hier haben wir einen Zaun. Nein, der ist falsch rum. Wieder so rum. Ach, schade, dass man die nicht schräg setzen kann. Ah, ne, das wird nix. Oder kann man die schräg setzen? Ne. Schade, dass das nicht geht. Ah, wir müssen drehen. Das ist schade, dass das nicht geht. Nur, dass wir noch schräg setzen können. Aber dann machen wir hier einen Felsen hin. Genau, wir machen hier einen Felsen hin. Felsen. So, warte mal. Kann man noch ein bisschen drehen? Nee, so nicht. So auch nicht. So, dann setzen wir hier so hin. Dann hatten wir doch auch irgendwo Pflanzen. Hatten wir doch auch... Ah, hier sieht man die Seerosen jetzt. Oh, ein paar Seerosen verteilen. Kostet uns wieder mengenmäßig an Kohle, aber das ist mir gerade egal. Muss ein bisschen schön aussehen hier. Klick, 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 klick. Was, habe ich gerade Quack, Quack gehört? Haben wir einen Frosch hier drin? Was ist das? Ein Vogel! So, dann machen wir hier noch ein... Hau mal ab da jetzt.
Na, müssen nachher links drehen. Und hier noch ein bisschen Schilfrohr reinmachen. Zack. Das sieht doof aus. Und wie auch immer jetzt immer den richtigen treffen hier. Dann müssen wir hier vor. So. Hier noch ein bisschen weiter hin. Ist er immer noch drin. Boah. Nein! Ah, das hat die Hecke weggemacht. Mist, das wollte ich doch gar nicht. Na, dann lassen wir das so. Und die Hecke da gleich noch wieder hin. So, ein bisschen mehr hier verteilen. So, wir müssen eben schnell die Hecke da wieder hinmachen. Zäune. Zack. What the fuck? Jetzt euer Ernst? Dass die Hecke jetzt schräg wird, nur weil es hier schräg ist? Echt jetzt? Ist das mit der Hecke auch so? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man da reingucken? Ich glaube, das lasse ich so. So. Natürlich könnten wir jetzt hier auch noch so Hecken vormachen. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. So, ein paar Seerosen gemacht. Dann kommt dann noch eben ein bisschen Felsen. Ja. Oh, nee, nicht so Monsterfelsen hier. Klein kann er ruhig sein. Oh, einen kleinen Felsen hier noch daneben. Zack, zack, zack. Ja, noch so einen. Ah, da kommen die Vögel wieder. Zack. Ein bisschen umformen hier das Teil. So. Irgendwie fehlt hier in der Mitte noch was. Was haben wir denn hier? Das sind nur so kleine Felsen. Da müssen noch mehr Seerosen drauf. Haben wir noch Seerosen? Jawohl. Da teilen wir hier noch ein paar Seerosen. Wenn jetzt auch noch Schwäne und sowas geben würde, das wird, da würde mich, glaube ich, wow, da würde ich, glaube ich, richtig durchdrehen. So. Topspin ist defekt. Naja, wird wohl mich hier gleich dahin kommen. So. Jetzt würde ich aber sagen: Pause Ende. Wieder bei 33 Minuten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Ideen habt, was wir noch so anders machen können. Wenn es euch gefällt, lasst gerne mal Daumen da, vielleicht ein Like. Oder vielleicht auch direkt ein Abo. Ich würde mich freuen. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.